Hallo Leute, ich bin AC Player und das ist die zweite Folge von Layers of Fear. Wir fangen jetzt erst richtig an. Jetzt haben wir uns in der letzten Folge das ganze Haus angeschaut. Wir wissen, dass unser Maler ein Alkoholproblem hatte, so wie es aussah. Überall haben wir Flaschen gefunden. Und jetzt gehen wir weiter. Schauen uns das mal alles an. Wow. Gibt es hier einen Lichtschalter? So wie es aussieht, nein. Und überall Bücher. Und diese Bilder, meine Herren, hat er die gemalt, oder? Aha. Sonst sehe ich hier aber nichts. Also diesen Gang gab es hier nicht. Hier gibt es keine Lichtschalter, gell? Aber hier ist jetzt ein bisschen Licht. Und da haben wir ein Bild. Ich vermute von unserer Frau, die war ja Pianistin. Das haben wir schon mal gelesen in irgendeiner Notiz. Sich im Kreis drehen. Wer dreht sich im Kreis? Aha. Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, wir möchten Sie höflichst, jedoch auch strengstens dazu anhalten, Ihre Stimmen während der Nacht zu zügeln. Ihre ehelichen Probleme sind, obwohl höchst unerfreulich, eine private Angelegenheit und sollten dies auch bleiben. Ganz bestimmt jedoch gehen Sie uns nichts an und besonders nicht unsere Kinder. Bitte ziehen Sie in Erwägung, dass nicht jeder hier ein freischaffender Künstler ist. Einige von uns müssen früh aufstehen und für ihren Lebensunterhalt arbeiten gehen. Wir brauchen unseren Schlaf. Weiterhin müssen wir Sie warnen, dass sollten diese Dinge so weitergehen wie bisher, wir uns dazu gezwungen sehen, die Polizei zu rufen. Hochachtungsvoll, Ihre äußerst müden Nachbarn. Was auffällt, ist, dass wir überhaupt keinen Namen in dem Spiel haben, gell? So, und jetzt haben wir wieder so einen Raum, wo wir keine Tür haben. So, da ist nichts. Das sind wieder irgendwelche Bilder. Die Bilder wiederholen sich dann immer wieder. Wer soll ich wissen, was da der Code ist? Aha. Save the date. Merkt euch das Datum. Wünschen sich das Vergnügen eurer Gesellschaft zum Feiern ihrer Trauung am Samstag, dem 9. Juni in der St. Lukas-Kapelle um 14 Uhr. Ist es von uns oder ist es von irgendjemand anderem? Ist verschlossen. Warte mal. Neunter Juni, 14 Uhr. Nein.
Auch nicht. Ja, jetzt warte doch mal. Ich muss hier. Gibt es hier vielleicht irgendwelche Ziffern? Irgendwo. Ach so. Aha, 854. So kann man das auch machen. So, jetzt haben wir es. Die Vergangenheit hält zurück. The most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Das war also doch der. Dieser Brief war doch an uns. Oder von uns. Diese Einladung zu dieser Trauung. Und diesen Ring haben wir doch im Schlafzimmer gesehen in der letzten Folge. Er ist immer noch zu. Oh, da ist eine Tür jetzt. Die gab es hier vorhin nicht. Also irgendwas geht hier vor sich. Ah ja, schaukel mal schön weiter. Ich schaue mich mal um. Ist wieder ein Zettel. Du hast in meinem Studio herumgeschnüffelt. Schon wieder. Zum letzten Mal. Du hast in diesem Raum nichts verloren, selbst dann nicht, wenn die Tür offen steht. Ich verbiete es. Das ist deine letzte Warnung. Nächstes Mal wirst du dich nach einer neuen Arbeit umsehen müssen. An wem war das wohl gerichtet? So, der steht jetzt still. Oh je. Tür ist zu. Wieder kein Lichtschalter. Ich hätte gerne mal ein bisschen mehr Licht. Ist mir hier doch ein bisschen zu dunkel. Da werden ja eben Bücher. Hier ist nichts. Aha. Ein 3D-Bild. Keep rolling, rolling, rolling. So, dann ist hier eben nichts. Paint deep lies. Farbentiefe Lügen. Now a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. I'm not that round. Sonst hat sich hier nichts verändert, gell? Was liegt da? Nichts. Müll. Müll, Müll und nochmal Müll. Oh je. Schon wieder diese Mäuse oder Ratten. Da liegen Bücher. Sonst ist hier nichts, gell? Das untere kann ich nicht aufmachen. Da ist ein Bild. Kreischende Brandstifter
Wieder hallende Schreie, sie schrecken vor nichts zurück, ich werde nicht kampflos untergehen. Ja, ist doch gut. Wow. Das ist eine Kiste. Eieieiei. Hauen wir mal ab. Licht. Hell. Es ist hell. Da ist natürlich hier zu. Da sind wieder Bücher. Jesus, wie viele Bücher die haben. Das ist bestimmt noch nicht alles. Ist nichts, aber da ist. Ah ja. Hey, bezüglich deines letzten Briefs, ich bin mir sicher, dass das nichts ist, worüber du dich zu sehr sorgen müsstest. Frauen neigen dazu, seltsam zu werden, nachdem sie ein Baby bekommen haben. Hormonelles Ungleichgewicht und so. Als wir unser erstes bekamen, erinnere ich mich, hat Valerie den Blues richtig schlimm gehabt. Ich fragte, was sie zum Mittagessen haben wolle, und sie brach einfach in Tränen aus. Sei einfach für sie da und ich bin mir sicher, dass es gut werden wird. Jetzt aber, ich weiß, dass ich dir versprochen hatte, dich nicht zu hetzen, und du sollst auf jeden Fall deine wohlverdiente Auszeit genießen, aber nur, um es dich wissen zu lassen. Ich bekomme Anrufe rauf und runter, Aufträge links und rechts. Du bist eine ganz heiße Nummer, mein Freund. Vermutlich sollten wir das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Aber natürlich geht die Familie vor. Dein Freund und Agent Thomas Caldwell. Also hier hatte sie schon das Baby. Und war wahrscheinlich dann, so wie es aus diesem Brief hervorgeht, launisch, bisschen. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Irgendwelche Erinnerungen kommen hoch. Wenn er diese Gegenstände aufhebt. Licht. Die Tür geht ganz schnell zu von alleine. Da ist nichts. Da, wo sind wir? Warum latschen wir hier durch verschiedene Räume? Und zwar so, dass es keinen Sinn ergibt. Der erste Schritt ist am schwersten. Und jetzt sind wir in der Küche. Wieso jetzt plötzlich in der Küche? Was geht hier vor? Also, dann suchen wir mal wieder alle Schränkchen ab. Ich vermute,
jetzt könnte es ein bisschen mehr Sinn haben wie vorhin. Beziehungsweise jetzt könnte es auch Sinn haben, weil es eben irgendwie anders ist. Da ist gar nichts. Okay. Obwohl, so wie ich unser Glück kenne oder mein Glück kenne, werden wir eh nichts finden. Und jetzt? Fliegt ja alles runter. Jetzt ist der Korb leer. Warte mal, hier war die Tür. Ich kann sie aufmachen. Bin jetzt da drin, aber das ist eine Mauer. Hä? Warum ist es zu? First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Und von wem soll das sein? Der hat sich doch selbst nicht so verletzt, oder? Na bitte, wo sind wir denn jetzt da wieder? Tief durchatmen, denk dran, du bist ein Profi. Es sind nur die ersten Pinselstriche. Danach bist du übern Berg. Was ist daran so schwer? Formlose Träume. Jetzt steht da was anderes wie vorhin. Da ist ein Büchlein. Aha. Da ist irgendein Fotoalbum aus Bildern, die wir gesammelt haben. Und hier haben wir auch das eine mit der Ratte. Da ist immer noch zu. Da ist immer noch zu. Was steht da? Ich glaube, da steht jetzt mehr wie in der letzten Folge. Hass, selbst jetzt, verloren. Du verdienst es, beende es. Also, dann würde ich vorschlagen, wir pinseln jetzt mit der Haut, die wir abgeschnitten haben. Mal schauen, was da draus wird. Tja, was ist denn das? Ah, da kann ich es ja noch aufmachen. Aber da ist nichts. Ah, jetzt check ich's. Zuerst suchte ich nach einer Leinwand, nicht in irgendeiner Leinwand. Ah, das ist das, was er gerade eben gesagt hat, als wir die Haut gefunden haben. Okay, mehr ist hier nicht. Da ist wieder... Wir sind wieder immer noch ein Vampir. So Leute, dann würde ich vorschlagen, an dieser Stelle beenden wir diese Folge.
und sehen uns dann in der nächsten, wenn wir den nächsten Durchlauf machen, beziehungsweise Durchgang. Irgendwie habe ich das Gefühl beim jeden, also ich meine Durchgänge meine ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Durchgänge insgesamt, einen haben wir. Ich vermute, nach jedem Durchgang habe ich irgendwie das Gefühl, es wird schlimmer. Aber das werdet ihr selber sehen. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut und ciao.